Friends, was geht und willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ich hoffe, bis jetzt gefällt es euch. Ist da ein verstecktes Item? Yes. Nice, habe ich doch richtig gesehen. Direkt ein Superball. Aber wir benutzen nur Pokébälle. Alle anderen Bälle brauchen wir nicht, Bruder. Sind die useless? Warte mal, da glitzert es. Tafelwasser. Nice. Okay, sick. Sick. Okay, cool. So. Ja, warte mal. Da geht's, glaube ich, vielleicht hinten auch noch im Haus rum. Maybe. Wait. Oh, die Kamera dreht sich mit. Eine TM. Gegenstoß. Okay. Da wird dann auch beschrieben direkt, was die TM macht. Das ist gut. Der Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. Ja. Gut, dass wir... Viele Mons haben mit Speedwesen Minus. Da bringt die TM auf jeden Fall richtig viel. Aber tatsächlich, ich schau mal eben bei Kleptefuchs. Unser Kleptomani ist ja neutrales Wesen und ist vom Speed her richtig sick. Deswegen könnten wir es vielleicht gegen Rutenschlag tauschen. Ich dachte, man könnte hier eine TM direkt beibringen, aber... Ey, soweit ist es dann noch nicht fortgeschritten. Hab hier Gegenstoß. So, es kann nur Mauzi erlernen und Karma Hubs. Dann eher nicht, würde ich sagen, oder? Okay, wir müssen für die heutige Folge eventuell ein paar Pokémon fangen. Aber tatsächlich juckt mich das jetzt nicht so sehr, dass wir so gesehen einen... Wait, what? Ein statisches Voldy? Einfach so random? Und es ist Level 8. Das fange ich mir noch, weil es ist ein Elektromon. Also, ja, warum nicht? Aber, ja, was ich sagen wollte ist, so sehr juckt mich es jetzt nicht, dieser, in Anführungszeichen, Wettkampf gegen Hopp. Wer die meisten Pokémon fängt, war das, glaube ich, ne? Bis zum Bahnhof. Das juckt mich jetzt nicht so sehr, aber wir haben Voldy gefangen. Nice. Zick. Schönes Elektromon. Nein, kein Spitznamen. Wie ist das? Blablabla. So. Was für ein Wesen ist es denn? Kann es Gegenstoß lernen? Kann auch kein Gegenstoß lernen. Na gut. Voldy. Bericht. Das ist sogar ein gutes Wesen, finde ich. Und es hat die Fähigkeit Apport. Trägt das Pokémon kein Item bei sich, hebt es den Ball aus dem erst gescheiterten Fangversuch des Kampfes wieder auf. Zum Fangen ist das echt gut, das Mon. Was haben eigentlich die anderen? Titankiefer? Der kräftige Kiefer des Pokémon erhöht die Stärke von Bissattacken. Okay. Angsthase, die Flucht vor wilden Pokémon gelingt immer. Klar, kennt man. Großbrand kennt man. Je weniger Leben, desto mehr Schaden macht unsere Feuertankenmitnahme. Kennen wir auch. Hebt gelegentlich ein Item auf. Blablabla. Bla, bla. Ist aber dann auch wieder nach dem Kampf weg. Okay. Gut, hier ist nichts mehr versteckt. Da geht's nicht weiter. Und dann müssen wir halt einfach wieder zurück zum Bahnhof. So. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler ist, dass ich jetzt wieder so durchrenne. Ohne nebenbei ein paar Encounter mitzumachen. Oder mitzunehmen, aber... ich bin mir sicher, das geht schon gut. Warte, hat da was gerade geglitzert? Nee, okay. Die ist neu, oder? Die war vorher nicht da. Davor war doch so ein Typ. Und der war da am Zaun. Ich habe gesehen, wie Hopp in Richtung Bahnhof geschlichen ist. Geschlichen vor allem, okay. Der Bahnhof ist da drüben im Zoo. Okay. I feel you. Und im Zoo, wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Ich habe mir gerade ein richtig gutes geschnappt. Das wird mein neues Ass im Ärmel.
Donnerwetter, das sind viele Pokémon. Du hast richtig rangeklotzt, was? Ja, brutal, Bruder, aber richtig. Dein Team wird irgendwann bestimmt richtig stark. Sternschauer. Oh, okay. Ja. Ja, kann ich mir leben. Diese Türme hier habe ich übrigens mal von Deleon geschenkt bekommen. Die hält die Attacke Sternschauer. Ja, das weiß ich. So, jetzt sollten wir uns aber auf dem Weg nach Engine City machen, wo die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge stattfindet. Ist das dann die Stadt mit diesen ganzen Fabriken und so, wegen Engine City? Wir fahren am besten direkt mal mit dem Zug hin. Okay. Okay, okay, okay. Gotcha. Moment, ihr beiden. Oh, das, wusste nicht, dass euer Hobbs Mutter genauso redet wie Hobbs, aber okay. Mom, was machst du denn hier? Als du Chimpep von Deleon geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolia hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zügen nehmen wollt. Oder den Zug. Hier, das haben wir für euch für eure lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Oh, jetzt können wir campen. Yay! Mit eurem Partner-Pokémon an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst. Danke, Mom. Freu dich schon mal auf den Tag, an dem ich der nächste Champ werde. Dann sind deine Kinder beide echte Champs. Stell dir das nur mal vor, das gab's noch nie. Wenn du das sagst, Hop, dann kann ich euch nur noch eine gute Reise wünschen. So, haut rein. Also lassen ihre Kinder, die 100 pro, keine Ahnung, 14, 15 oder so sind, vielleicht sogar junge, einfach mit dem Zug fahren, irgendwo hin, planlos durch die Welt, ja. Gar kein Problem, Alter. Ach ja, auch jeden Sonntag. Oh, die zocken Pokémon Master, Safe Call. Rund um Engine City erstreckt sich die Naturzone. Die Naturzone ist total cool, da streifen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend. I like me, Deadmon. Außerdem kann man da auch campen, angeln und total aufregend. Angeln, das heißt, eventuell können wir uns Carpador bzw. Garados fangen, also eher Carpador. Bestimmte Mons, wie zum Beispiel Lucario, Carpador und so, werde ich halt nach Leuten nennen, die so, also die ich immer für diese Mons genannt habe, oder halt, was deren Lieblingsmons sind, aktive Zuschauer, dies, das, bla bla bla. Die Leute, die wissen, was ich meine, also, ne? Fühlt euch gegrüßt, so. Entschuldigung, Sie sind doch der Bahnhofsvorsteher, oder? Wir wollen eigentlich nach Engine City, warum halten wir jetzt am Naturzonenbahnhof? Tut mir leid, Junge. Eine Herde Woli blockiert gerade die Gleise. Hier ist also leider erstmal Endstation. Verstehe. Glück im Unglück, würde ich sagen. Na, die Naturzone ist riesengroß, da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt, oder Mimsu? Genau, wenn man sich irgendwo das allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. Ja, bezweifle ich zwar, aber wenn du das sagst, Bruder. Ich wusste es, du hast mit Evoli als Partner ein Let's Go-Abenteuer bestritten, oder? Ich hoffe, du nimmst auch dieses Evoli mit auf ein Abenteuer. What? Ah, okay. Ja, ich weiß ja direkt, wie ich das nenne. Da brauche ich ja nicht lang nachdenken. So. Grüße gehen raus, falls du das siehst. So, ich werde tatsächlich, glaube ich, aber meine Pokémon tauschen. Obwohl, nee, wir haben noch Platz. Und Melody ist einfach direkt Level 10. War männlich, aber egal. Physischer Nein. Spezialer Tank. Nach Tara müssen wir daraus machen, an sich. Dann. Ein schön nach Tara. Schöne nach Tara. Oh, was geht, Digga? Aber was ist ein Let's Go-Abenteuer überhaupt? Weißt du das zufällig? Ja. Ein Abenteuer, was man einmal spielt und dann nie wieder. 5 Pokepuppen, okay. Aha, okay, ja gut, okay, cool. Lass uns mal rausgehen.
Durchquere die Naturzone, um Engine City zu erreichen. Wahrscheinlich links rum, ne? Sind diese roten Strähle da? Diese Steine, wenn man sie anspricht, dass dann diese Raids kommen, wie man sie halt gesehen hat? Könnte vielleicht sein. Ich möchte auf jeden Fall noch keine Raids machen. Soll ich dein Pokémon wieder fit machen? Nein. Alter, was ist das für eine fucking Nase? Holy shit. Okay. Irgendein verstecktes Item oder so? Nee, nur eine schlechte Kameraführung. Mehr hat dieses Gebiet nicht aufzuweisen. Gut. Nö, nichts Verstecktes. Schau mal! Ich find's ein bisschen schade, dass sie wirklich für jede Kleinigkeit eine Interaktion machen müssen. Das finde ich gerade ein bisschen schade. Kannst du diese Stadt da hinten sehen? Das ist Engine City. Ist noch ein ganz schönes Stück bis dahin. Ja, sehr weit. Wie viele Pokémon wir wohl entdecken werden, bevor wir die Stadt erreichen? Hey, das ist Anja. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nimm dir ein Beispiel an den beiden, hat sie gesagt. Voller Tatendrang gehen sie auf Reisen. Und was stellst du mit deinem Leben an? Ja, ganz schön streng. Ja, aber macht euch deshalb keinen Kopf, das ist mein Problem. Das Pokémon... Warte mal. Sie müsste auf den Zug sein, mit dem wir hierher gekommen sind, weil da ist ja Stau wegen dem Wolis. Das heißt, der Zug, der dahinter gefahren wäre oder so, der würde gar nicht ankommen, weil Stau, okay. Das Pokémon, dem ihr im Wald begegnet seid, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich könnte versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja als... Oh, ich hasse das, dass man mit der Schultertaste weitermachen kann. Als Erwachsener hat man es echt nicht leicht, wie es aussieht. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. Bekomme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder zu angeln und zu campen. So, ich grase jetzt erstmal diese rot leuchtenden Pokémon-Nester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Ein weiteres Kapitel der Legende von Hopp beginnt. Und dieser Charakter ist so eintönig, holy shit. Ich hoffe, Hopp weiß, worauf er sich da einlässt. Dynamax-Pokémon sind extrem stark. Um gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst ein Pokémon Dynamaxisieren. Dynamaxisieren, Brady. In der Naturzone findest du hier und da Stellen, an denen ein rotes Licht aus dem Boden dringt. Dort halten sich Dynamax-Pokémon auf. Wusste ich. Aber bevor du deine Nase in eins dieser Löcher steckst... Wow, Pause an dieser Stelle. Solltest du dir absolut sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. So, und zum Abschluss bekommst du jetzt noch was Tolles von mir geschenkt. Pokémon-Box? Ermöglicht jederzeit Zugriff auf die PC-Boxen. Ah, okay, das. Okay. Das ist eine Pokémon-Box. Damit kannst du Pokémon lagern und Bedarf, bla bla bla, praktisch. Oder schnapp dir so viele Pokémon, wie du nur kannst und fülle deinen Pokédex. Aber jetzt ab in die Naturzone, Mutti. Das Abenteuer ruft. Ja, ich hoffe, jetzt beginnt das Game auch. Und es kommen nicht wieder für jede Scheiße Dialoge und so. Also... Wow. Also bis jetzt geht es ja noch so grenzwertig, aber sie haben tatsächlich nicht so sehr aus Ultra Sun, Ultra Moon gelernt. Und hier sind die Bäume, wo jeder sich beschwert hat. Weil shit happens. So, da haben wir Schwalbini, wir haben einen Onix gesehen. Wir finden einfach eine Notiz, die wir random aufheben. Die großen Pokémon in der Naturzone herumstreuen sind äußerst stark. Wenn du im Kampf feststellst, dass du nicht gewinnen kannst, dann nimm rasch die Beine in die Hand und versuch zu fliehen. Wait, what? Was labert der? Die KP deiner Pokémon werden aufgefüllt, wenn du im Camp für sie kochst. Auch die AP, die sie benötigen, um Attacken auszuführen, werden wiederhergestellt. Selbst kampfunfähige Pokémon werden mit einem leckeren Curry wieder munter. Also rüttle fleißig an Bärenbäumen und sammle ganz viele Bären. Okay. Weiterschütteln. Lul. Auf einmal kommt dein Encounter. Cherry Lady. Können wir immer noch nicht Dynamaxen? Wow.
Na gut, es ist Level 10, Alter. Wir sind leicht underleveled, etwas. Und wir machen keinen Schaden, Alter. Holy shit. Komm, crit, 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 crit. Nice. Endlich, endlich. Also ich wollte es an sich killen, ich hab's aber dann doch gefangen. Einfach aus dem Grund, weil es hat Morgengrauen, Blattwerk und Wachstum. Und halt natürlich Tackle. Also wenn ich das nicht gefangen hätte, wäre das ultra dumm. Ultra dumm. Ich will's nicht in ein Team nehmen. Noch nicht, nein. PC-Box, so. Das Moveset ist ultra strong. Aber tatsächlich will ich erstmal schauen, welche Mons wir brauchen und so. Und dann werde ich in der nächsten Folge mal gucken, was ich ersetze, dies, das, bla bla bla. Ich muss aber auf jeden Fall meine Mon noch trainieren. Und das glaube ich, werde ich tatsächlich dann für die nächste Folge auch ein bisschen machen. Das heißt, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Und trainieren werde ich dann auf jeden Fall offscreen. So, eine Menge Winghouls. Ein Kampf-Pokémon. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, wenn ich ehrlich bin. Weil die meinten ja, die sind übel strong. Lass uns mal gucken, welches Level die haben. Also so ausrasten können die ja nicht, oder? Was für ein Level kann der haben? 12? 15? Ich werfe mal einen YOLO-Ball. Ich werfe einfach mal einen YOLO-Ball. Nevermind. Das war Damage, Alter. Holy shit. Holy shit, Ich flüchte da einfach raus. Das Teil hat alle meine Mons wegdeletet. Komplett durch. Also, holy shit. Das war so broken. What the actual fuck ist das unbalanced? Holy shit, ich konnte nichts machen. Der hat einfach alles geone-shottet. Kochen, I guess. Ja, wir machen mal Kochen. Weil wir müssen unsere Monster irgendwie wiederbeleben und so. Von daher, ja, nehmen wir zwei Sinnelbeeren. Eine davon und eine davon. Müssen wir nicht. Wir können einfach damit plus okay drücken. Und nun? Los geht's. Motion Control oder? Nee, A-Spam. Muss ich spammen oder? Wie macht man das? Ich versteh's nicht. Hä? What? Da war ja nicht mal eine Flamme oder so. Hä? Ich bin komplett lost, Alter. Wenn ich ehrlich bin. Ich mache im grünen Bereich. Ich glaube, too late, ne? Ich wusste nicht, ich dachte, das hört direkt auf, wenn wir im grünen Bereich sind, aber das ist noch ein bisschen kleiner geworden. Ich habe nichts gerafft, wenn ich ehrlich bin. Nur Evoli ist da. Güteklasse, wohin genau? Silber, aha. Die Hälfte der KP wurden wiederhergestellt, denn Team-Pokémon haben einige Erfahrungspunkte erhalten, denn Team-Pokémon sind etwas zutraulicher geworden. Okay, das heißt, alle wurden wiederbelebt, aber nur mit Hälfte der KP. Okay, dann machen wir mal das Camp verlassen. Wir halten dadurch etwas EP. Ob die EP jetzt Wolf ist oder nicht, ist ja an sich auch egal. Ja, ich werde auf jeden Fall gleich zu der Tante gehen und uns heilen, aber ich werde hier erstmal einen Cut machen.
Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, das supports come out, Leute. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen möchtet, würde ich mich riesig gerne über ein Abo freuen. Würde auf jeden Fall sick sein. 500 möchte ich noch vor Neujahr knacken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten wieder. Macht's gut, ich bin raus. Peace.